Dragonslayer Shield, das war nur mit Feuerresistenz, also nichts Besonderes. Hier drüben habe ich halt noch meinen ganzen Knochenhaufen. Was zur Hölle war das jetzt schon wieder? So. You have not found all the fallen relics yet. They can be found in the underworld. All the machinas are still... Ja. Destroy the labyrinth. You do not have the ancient weapon. It would be helpful. Und ich habe noch nicht das Überschwert, welches ich jetzt gerade richtig gelesen habe. Ja, Isha Rendeffer. Genau, ich habe jetzt hier zwei Portale. Ich mache mal ein Save, weil eigentlich müsste ich in das Portal. Nur das Portal bringt mich in die Underworld, ja. So, nachdem die Underworld gerade eben meinen Quickload getötet hat. Also ja. Der Text hier sagt, wir müssen in die Underworld, um zum einen die Fallen Relics zu finden und um die Six Power Sources zu zerstören. Wir müssen den Power Gem finden, die Ancient Weapon und Isha Rendeffer. Gut. Machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg hier durch das Portal, nicht mehr durch das Portal. Und sind nun im Frozen North. Also wir wurden jetzt woanders hin teleportiert. Sozusagen. Ich weiß nicht, was für Gegner es hier gibt. Ich weiß nicht, was wir hier alles machen müssen. Ich weiß nur, dass es kalt zu sein scheint. Und dass wir hier Frostcaps finden. Chamber of the Cloud Dragons. Kammer der Wolkendrachen also. Ach du meine Güte. Euch habe ich nicht lieb. Ihr seid nämlich garstige Traumaerinnerungen. Weil in Legend of Grimlock 1 seid ihr immer wieder respawned, dann wenn man euch nicht brauchen konnte. Fleisch. Notfall essen also. Gut, ich tue erstmal jetzt hier das Zentralding mir angucken. Bevor ich in irgendeinen Teleporter springe. Jo. Die Jungs können übrigens auch zur Seite beißen, was es noch garstiger macht. Mal gucken, was passiert, wenn ich einen Gegner töte, während ich das Ding in der Hand halte. Auch nichts Besonderes. Naja, ich weiß, was passiert, wenn ich das Ding in der Hand halte. Jo, das heilt nämlich, wenn ich einen Zauber spreche. Und ja, ich hätte hier Sachen rausschmeißen sollen. Ja gut. Leg das mal ab, gebe ihr
Kügelchen zurück. Ein Cross Key. Chamber of the Dusk Dragons, also der. Der Schattendrachen? Oder wie soll man das am besten übersetzen? Weil Dusk ist eigentlich die Abenddämmerung. Sky Dragons. Also ich habe 4 Drachenkammern wohl, so wie es aussieht. Und Drache der Mountain Dragons. Aha. Gut. Erstmal rausfinden, was passiert, wenn ich hier. Oh, ich sehe gerade, unser Framerate ist mies. Wenn ich hier in die Teleporter reinspringe. Die beiden machen nicht viel. Das portet mich wohl immer wieder weg. Aha. Ja. Also ja, die scheinen mich wirklich immer nur wegzuporten. So einen kann ich nicht einschlagen. Gut. Ja, so wie das aussieht, muss ich mir jetzt einen der Drachenorte aussuchen. Mountain Dragons. Nehmen wir mal hier einfach das Feuer aus und guck mal, was dann passiert. Das war nicht das Feuer ausmachen. Scheint nichts gemacht zu haben, okay. Gut, ich nehme erstmal die Sky Dragons. Sicherheitshalber ein Quick Save. Aha. Klingt nach Krabbe, wollte ich gerade sagen. Okay. Und nö. Ja. Finde ich schon mal interessant. Okay.
Aha. Da geht dann was zu. Okay. Dossing Frost Cap, okay. Hier kann ich jetzt kurz rasten. Und einen Quick Save machen. Jetzt muss ich wiederum zugeben, die Frozen Lands finde ich recht cool gemacht. Bis jetzt. Nur ist halt die Frage. Ach, hi. Jetzt ist auf jeden Fall die Framerate wieder ziemlich gut geworden. Frostcap. Seid ihr eigentlich schwer? Nö, eigentlich nicht. Okay. Ich höre das Faint Grinding of Stone close by. Okay. Muss ich gucken, wo was aufgegangen ist. Ach, hier. Sollte aber vorher mal wieder rasten, ein bisschen. Ich kann es mir ja leisten. Ich habe ja einen Zauber, der uns satt macht, beziehungsweise eine Zauberkombi. Oder kannst du dort Nahrung erschaffen? So, sicher ist sicher. Tag, Frost und Guardian. Ich kann dich leider nicht durch das Gitter angreifen. Ich kann dich auch nicht flambieren durch das Gitter. Gut. Kann ich mich selber mit Eis schützen? So, jetzt frage ich mich gerade, geht das hinter mir, bleibt das hinter mir zu oder geht das wieder auf? Die Druckplatte kann ich leider so nicht betreten. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, wohin ich mich von hier aus shiften könnte. Also... probieren wir es einfach mal. Aha. Und ein Frost Cap noch rein. So, das ist die... ah, jetzt komme ich hier hin. Okay, jetzt ist auch mein Rückweg wieder offen.
Und wenn ich das richtig sehe, hat er hier auch wieder die verschiedenen Strukturarten gemischt. Also das hier ist Tempel und das hier ist die Dungeon-Struktur. Und bei beidem müsste ich halt auf Knöpfe achten.